So, servus, hallo liebe Leute. Ich habe ein paar Sachen und zwar erstens, ich habe einen zweiten Bildschirm. Zweitens, ich habe ein neues Mikrofon. Ich hoffe, das hört man auch ein bisschen. Und drittens, ich habe mir 30 Chroma-Kisten in Counter-Strike gekauft. Das sind die neuen Kisten, die vor nicht allzu langer Zeit rauskamen. Und ich habe mir sogar 30 Schlüssel dazu gekauft. Ich werde die einfach mal aufmachen und hoffe, ich kriege irgendwas Schönes davon. Ich habe noch keine einzige davon geöffnet. Von daher kann ich auf jeden Fall nur Sachen kriegen, die ich nicht habe. Das ist schon mal ganz geil. Und würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Auf geht's. Ja, kriegen wir. Warte mal, die XM1014, ich glaube, die habe ich schon. Wo habe ich die denn her? Ne, Quicksilver, ne, habe ich nicht. Ne, habe ich nicht. Ah, gut, aber die sah gar nicht so, so kacke aus, zumindest mal. Mal sehen. Ich habe schon eine XM1014 hier. Tranquility. Also direkt noch eine Quicksilver, Alter. Und also die ist schon lila und sehe ich es nicht ein, dass ich eine andere brauche. Weil die ganz vom Muster ganz geil ist. Naja, auch Wurst. Komm, weiter geht's, weiter geht's. Gib mir mal was Gutes, gib mir mal was Gutes, komm schon. Ah, wenigstens meine lila Waffe hier. Wobei, ich habe halt eine Mac 10 schon in Stat-Track. So eine, ich glaube sogar eine lila hier, so eine Feuerdingens da. Da brauche ich die eigentlich nicht. Komm, gib mir was Gutes. Gib mir was Gutes. Au, schade. Da wäre eine M4A4 Dragon King gewesen. Eine Glück 18 Katakombs. Ja, sieht ganz lustig aus, aber da habe ich auch schon bessere. Auf geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Nein, keine Stat Track. Wieder eine Quicksilver. The Tease. Ja, verarscht mich halt, Gaben. Da war schon mal ein bisschen was Pinkes. Komm schon, gib mir was Geiles. Auch nicht noch eine Quicksilver. Oh, Jungs. Nein. Oh, all the Quicksilvers. Weil auch die Waffe, wo ich es wirklich am wenigsten brauche, ey. War eine Sword Off wenigstens. Komm, bleib da. Da ich bis jetzt nämlich bloß eine Copper bzw. Highwayman, die sind nicht so wahnsinnig viel wert. Und die Serenity sieht gar nicht so scheiße aus, vielleicht nehme ich die dann. Komm, weiter geht's. Nope, noch eine Quicksilver. Oh fuck, ey. Ich gehe am Stock. Das war jetzt, glaube ich, meine vierte Quicksilver, ey. Oh, Stat-Track Duals, das wäre mal geil gewesen. Da habe ich nämlich noch keine. Da habe ich auch noch schon eine Stat-Track und die sieht auch nicht so geil aus. Die ist mindestens 4 Teste, wenn nicht sogar schlechter. Na, was wieder was Pinkes. Gib mir doch mal was Pinkes hier, Junge. Komm schon. Ach, noch eine Quicksilver. Oh nein. Oh Mann. Da habe ich die AWP gesehen. Komm schon. Really? Ich wollte doch die AWP, oh Mann. Eine AWP-Skin fehlt mir nämlich noch. Da habe ich echt keinen guten. Echt keinen guten. Alter, noch eine Quicksilver? What the fuck? Wie verdammt wahrscheinlich ist die denn? Oh Mann, ey. Da war zumindest mal eine AK. Ja, noch eine M249, ey. Mal gucken, ob die überhaupt noch was wert sind, dann würde ich wahrscheinlich die M249 ganz schnell verkaufen. Ja, oder ich mache halt direkt Trade-Ups danach, das ist wahrscheinlich am sinnvollsten. Aber wieder was! Ich glaube AWP oder so. Ja, die richtig kack Battlescar MP9. Na, dankeschön. Aber hier sieht sie gar nicht so scheiße aus, sieht das mal auf dem Bild gerade richtig scheiße aus. Ich kann dann mal kurz durchgehen, was ich dann so bekommen habe. Alter, nein. Ey, ich mag ja die Skins da drin, aber ich, echt, dass ich nur Quicksilvers hier rausziehe. Das ist ja echt übel. Oh, jetzt haben wir noch eine Stat-Track Quicksilver. Jawoll! Oh, fuck. Fick doch mein Leben, ey. Gib mir noch einmal was richtig Gutes. Alter, nur blau. Ich hab irgendwie zwei Lila da. Und sonst nur blau gezogen. Oh Mann. Verteilung ist echt übel in den Kisten. Ja, noch eine Quicksilver halt.
Ey, ich kann ein komplettes Trader mit Quicksilver was machen, wenn das so weitergeht. Da habe ich ein Drittel meiner Kisten aller Quicksilver gezogen. Oh Mann. Ja, noch eine. Oh Gott. Ja, und noch ein Deadly Poison. Die ich eh nicht benutzen werde. Auch wenn die ganz nett aussieht, aber die werde ich trotzdem nicht benutzen. Irgendwas, was keine Quicksilver und keine M249 oder MP9 wäre. Eigentlich ist es egal. Also irgendwas, was nicht nur nicht mehr hier blau wäre, wäre jetzt mal ganz geil. Oh Mann. Hab ich wieder irgendwas richtig Rotes gesehen? Jetzt gib mir doch die Dragon King! Nein! Gib mir doch die fucking Dragon King! Oh Mann. Ja, noch ein Deadly Poison, Alter. Oh Mann. Er gibt mir halt nicht die Dragon King. Da war sie schon wieder. Stat-Track, der ist ein Igel! Keine Stat-Track-Variante. Eine Stat-Track, der ist ein Igel, fehlt mir nämlich auch noch. Aber die ist ja echt nicht so geil. Vor allem, weil ich schon eine Desert Eagle Conspiracy hab. In Factory New. Oh Mann, wenn es eine Stat-Track gewesen wäre, hätte ich dann mit Ah! Ja, noch eine Sword-Off. Ach schon, die MAC-10 habe ich bekommen, ne? Die ich wahrscheinlich am wenigsten brauche in dem ganzen Paket, oder? Die Urban Berettas wären noch ganz geil. Die Kartell, die sind fast genauso wie die normale Skin, ist mir Wurst. Eigentlich hätte ich schon die Muertos oder die Dragon King. Die sowieso, das ist klar, und ein Messer auch, also. Oh Mann. Ja. Oh Mann. Fick doch dein Leben. Naja, wenigstens kann ich dann ab morgen noch Dying Light spielen wahrscheinlich. Da werde ich bestimmt auch noch mal ein Video dazu machen. Vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Glück. Alter, noch eine Quicksilver! Fick dich! Na, nur noch drei. Jawohl! Gib mir die Manowar! Yes! Yes! Ja, Mann! Woohoo! Sorry fürs Schreien, aber jawohl! Endlich mal was Geiles, ey! Da zieh ich halt mal eine Man of War, Mann. Mir gefällt die nämlich, auch wenn viele sagen, die ist scheiße. Ich finde die geil, ey. Endlich mal einen richtig fetten Skin gezogen. Ja, Mann, ey. Und direkt die Dragon King hinterher. Jetzt geht's hier aber los. Party hart, Mann. Jawohl, auch wenn die hier ein bisschen abgestuft ist, aber die sieht noch ganz ordentlich aus. Die kann man noch benutzen, sag ich mal, ne? So, letzte Kiste. Geht es hier jetzt weiter nochmal mit so einem Glückstreffer oder kriege ich hier was Blaues? Ja, wieder was, noch eine Scar. Ne, eine M249 meine ich. So. Kann ich das schon mal wegmachen? Quiet. All. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal eine Man of War. Was ist? Ich gucke jetzt mal kurz durch, was die Qualitäten so von den wichtigen Sachen sind. Minimal Wear! Fett! Ah, das ist ein Field-Tester, das ist schade. Aber es ist trotzdem, das sieht noch ganz ordentlich aus. Da kann ich es halt benutzen einfach. Sword of Copper. Factory New. Ah, da werde ich wohl mal benutzen, denke ich mal. Ah, die ganzen. Diese ganzen fucking Quicksilvers. Ja, und hier habe ich halt eine Desert Eagle Conspiracy drin. Ich könnte die halt für die T's noch benutzen. Minimal Wear auch. Eine Field Tested. Factory New, genau, hier habe ich die MAC-10 Heat. Das ist halt auch Factory New, Mann. Das ist eigentlich gar nicht so kacke. So. Aber ich glaube, hier nehme ich dann doch wieder die. Ja, Conspiracy. Eine schöne Conspiracy hier nehme ich. Weil die hatte doch mal. Ach nein, die habe ich mal gewettet, genau, da war der Sticker dann weg. Genau so war es.
So, Inventory, die Quicksilvers, Swiss Trade Up. Factory New Glock. Field Tested, ja, ist mir vollkommen egal. Select. Wo sind sie? Da sind sie. Quicksilvers. Proceed. Submit. Mach's jetzt mal nicht schneller, weil ich dann daran glaube, ich krieg was Schöneres. Wobei, ich kann ja eh nur die nächste Stufe kriegen. Dann war's doch ein bisschen spannend. Und was krieg ich? Noch eine Sword Off. Nöp. Bin ich in einer guten Quali? Wo ist denn? Da haben wir viel testet. So, Quicksilver Trade Up. Select. Nehme ich noch Deadly Poison, Minimal Wear. Und, na genau, Battle Scout hier, komm. Hau raus. Submit. Wenigstens die Mucke geil, finde ich. Ich habe mir da mal einen Musikskin gekauft. Musikpack gekauft. Mir gefällt das echt gut. Und noch eine MAC-10. In was? Komm, gib mir. Minimal Wear! So, kann ich jetzt hier noch einen Trade-Up damit machen? Who's Trade-Up? Select. Die Highwayman. Field Tested Factory New. Ich muss mal kurz was nachgucken. So, ich habe mal kurz nachgeguckt, weil die hier doch ein bisschen wertvoller ist. Vielleicht noch ein XM10 Heaven Guard Factory New. Ich hatte auch Factory New. Ich habe mir immer gedacht, ich behalte meine Factory New Sachen. Die hier ist Field Tested zum Beispiel. Minimal Wear. Weil ich die CZ eh nicht benutze, schmeiße ich die mal da rein. Komm, hier hab ich eh. So, hab ich eh zweimal. So, Submit Contract. Mach mal da auch noch eins. Mal sehen, was wir kriegen. Noch ein Dragon King, jawoll! Sieht sogar besser. Sieht zumindest besser aus, glaube ich, oder? Minimum Wear, perfekt! Double Dragon King. Sehr gut. Ah, ist doch gar nicht so scheiße gelaufen. Also, muss sagen, dadurch, dass ich die AWP jetzt bekommen habe, die Man of War AWP, die mir echt Minimum Wear, die gefällt mir ziemlich gut. Die hat hier an den Ecken da und da ein paar Abschürfungen, aber sonst ist die eigentlich echt geil. Gefällt mir. Nimm ich! Man of War AWP. Sehr geil. Hat zwar kein Messer aus den Chroma Keys gezogen, aber zumindest ein bisschen was Seltenes. Kann man nach Quali sortieren. Hier, Dragon Kings sind neu dazugekommen. Hier, das ist meine Tranquility, die ich vielleicht schon habe für die XM10. Die werde ich auch nicht so einfach ersetzen. Obwohl sie nur viel testet ist, aber trotzdem. Da habe ich keine wahnsinnige Lust drauf. Und dann haben wir hier noch. Das ist hier meine MAC-10 Heat. Die ich finde eigentlich sieht ziemlich geil aus, obwohl sie well-worn ist. Ja. Und hier ist mein Feed Me High Noon, ist mein Music Kit, falls ihr das noch wissen wolltet. Danke fürs Zuschauen und bis bald.